Hi Schwanz Bros und Ladies, es ist soweit. Ich befinde mich in Prenzlauer Berg. Ich glaube, da oben irgendwo ist Amans Studio. Der zweite Song wird heute aufgenommen. Und in naher Zukunft wird dann auch das Musikvideo, natürlich bezahlt von Julian, gedreht. Und dann habt ihr bald neue Musik für jeden Freitagabend, für jeden Samstagabend, für jede Gangbang-Party. Für alles, was kommt, werdet ihr vorbereitet und ausgestattet sein. Dank mir, dank meiner wundervollen Stimme. Ich werde jetzt genüsslich noch diese Zigarette genießen. Das ist der Beat. Ihr kennt den schon. Ich stimme mich jetzt voll drauf ein. Ich bin vorbereitet. Ich bin zu spät. Also, besser kann es nicht laufen. Klavier höre ich. Olli! Was geht? Komm rein. Na, alles fett? Klar, also nicht mehr so doll, aber für dich immer. Komm rein, komm rein. Wie geht's? Spielt Arman da? Na, hör mal, was er spielt. Ist das mein Song? Natürlich ist das dein Song. Geil, oder? Mein Schwanz, Bro, Bro, mein Schwanz, Bro, Bro, nice, Bro, Schwanz, Bro, Schwanz, Schwanz, Schwanz. Was geht ab, Alter? Geil, Alter. Ich wusste nicht, dass du sowas kannst. Klar. Nee, es steht hier nur zum Spaß. Ey, machen wir Akustik? Nice Schwanzbro, Akustik? Da, ey, Alter, wenn ich jetzt gerade wieder an Nice Schwanzbro denke, krass, wa? Digga, es kam am 4. August. Warte, ich guck mal, wie viele... 1,8 Millionen Plays mit einem Hirnfurz. Mit einem Hirnfurz. Mit drei Wörtern, Bro, Alter. Also bei Spotify steht 1.734.525. Insgesamt sitzen ein bisschen mehr als 1,8. Überall. Krass. Oder? Endkrass, also. Ey, wenn man YouTube mitzählt, über 2 Millionen, glaube ich, war. Stimmt. Ja, nee, YouTube hat fast 600.000. Ja, dann sind es ja 2,3 ja. Millionen. Ey, aber, guck mal, ich meine, wir feiern das. Weißt du, wer nicht feiert? Julian? Der Wichser. Dieser Wichser. Warum, was ist los? Ja, weil der meinte so, ja, kein Musikvideo, drei Wörter, was soll das? Aber weißt du was, heute beweise ich es ihm. Beziehungsweise wir beweisen es ihm. Weil diesmal kommt ja ein Musikvideo, also wirklich ein Musikvideo, ja. Keine 10.000 für Nutten und... Ja, ich verstehe schon. Ja. Du hättest dabei sein sollen. Egal. Egal. Also auf jeden Fall, ich habe alles vorbereitet. Beat ist auch fertig. Ja, Mann. Wir müssen nochmal drüber hören, ein bisschen Text checken. Ja. Und dann können wir direkt wie letztes Mal einfach, wir schieben dich einfach in die Booth, lassen dich da eine halbe Stunde machen, sagen dir, was du machen musst. Ja. Rappst deinen Text. Ja. Und dann, du weißt, der Schnippel, die Schnabbel, die ein bisschen zaubern so und dann ist fertig. Habt ihr Wodka da? Ja. Bisschen. Let's go. Okay, ich sehe den Beat. Ja, Mann, der ist am Start. Soweit. Jetzt musst du eigentlich Text machen, ne? Bist vorbereitet? Guck mal, ich habe den Text hier drin. Ich habe den Text hier drin. Und ich habe den Text hier drin. Also wenn ich einfach mal präsentieren soll, dann würde ich sagen, Beat von Anfang an. Also ich nicht das hier präsentieren, sondern meine Stimme. Ja. Habe ich schon klar. Okay. Arman, da dürfte ich dich netterweise drum bitten, den Beat von vorne einmal zu starten, damit ich euch meine enge Stimme nahebringen kann. Deine geistigen Ergüsse. Ja. The stage is yours. Okay. Vielen lieben Dank. Geht gleich los in 3, 2, 1 und... Okay, ich hab voll reingeschissen, nochmal. Es ist Montag, ich füge euch... Ey Jungs, ja? Bleibt mal kurz sitzen. Ja. Ich habe eine super Idee fürs Marketing. Okay. Ja? Ja, hallo? Ey Julian. Was ist los? Also ich bin jetzt gerade im Studio. Grüße von Olli und Arman. Folgendes, ich will eine Promophase machen zum zweiten Song. Kannst du mich anzeigen für mehr Publicity? Soll ich anzeigen?
Ja, und dann poste ich das so und für mehr Publicity, weißt du? So Marketing. Ron, laber doch nicht so Scheiße. Dicker, das ist doch gerade eine Idee. Warum sagst du immer alles, was ich sage, ist Scheiße? Das ist eine voll gute Idee, Dicker. Dicker, das würde so in die Decke schießen. Julian, jeder, der angezeigt wurde, der kriegt immer voll die... Heißt das Publicity? Ich will auch diese Publicity. Gib mir mal diese... Zeig mich mal an, bitte. Wenn du willst, ich mache auch so Alibi-mäßig. Ich schreibe irgendwie, Julian ist ein Wichser und mach dann einen Instagram-Post. Und nimm dann ein Bild von dir, wo du so machst. Ja? Machen wir? Nein, auf gar keinen Fall. Mein Gott, immer muss ich alles alleine machen. Okay, schön flug dir, wohin das auch immer geht. Viel Erfolg. Ja, tschüss. Ciao. Ey, da regt mich so auf, der Typ. Ich schwör's euch, mein dritter Song wird ein Diss-Track gegen ihn. Also, wollen wir mal weitermachen, oder? Was machst du denn da, Alter? Ich such grad ein paar Models für mein Musikvideo. Ja, ja, aber wir sind doch eigentlich ready zum Aufnehmen, oder? Stimmt, wir haben den Text, wa? Dann lass mal jetzt erstmal aufnehmen. So, das ist der nächste. Jetzt? Kann ich noch kurz gucken? Ja, wir können danach gucken, alles gut. Ja, also kann ich jetzt... Arman kann dir denn dabei auch helfen. Okay. Wir gehen rüber? Ja. Oder gehe ich... sind wir jetzt wirklich bereit, ja? Bist du bereit? Du hast jetzt die Ehre. Arman, bist du bereit? Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Los. Nice Spaß. Ich war noch nie so bereit, einen Song aufzunehmen. Wieder wir haben es geschafft, Alter, ja, Mann. Ist wieder Hit Nummer wirklich. 2. Geil. Ich bin stolz auf euch. Auf der sehr gute Mann. Ey. Vom Gruppenkuscheln ja. Im November erzählt es euren Eltern, euren Großeltern, euren Töchtern, euren Söhnen, euren Lehrer und Lehrerinnen. Im November erwartet euch ein sehr, sehr, ich will nicht zu viel verraten, heftiger Song. Ja. Oder... Der ist schon dick. Der ist schon, Leute, ich muss ehrlich gestehen, Level höher als drei Wörter. Also, macht euch auf den November gefasst. Unglaublich. Nein, Spaß.